Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Feed the Beast. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Applied Energistic System und zwar nicht direkt um die Maschinen, die dafür oder beziehungsweise das Lagersystem an sich, sondern es geht um die Energieversorgung und das Ganze wollten wir vorerst erstmal mit Thermal Expansion machen. Später vielleicht noch mit Reactor Craft mal gucken, wie weit wir da noch reinkommen. Aber zuerst wollen wir das Ganze, wie gesagt, hier mit Thermal Expansion machen. Das Ganze mit Magmatic Dynamo und dafür brauchen wir eine ganze Menge Lava. Woher Lava nehmen, ist eigentlich relativ einfach. Wir können den oder sehr gut aus dem Nether abpumpen. Problem ist aber, wie kriegen wir das Ganze in unsere Welt hinein und dafür helfen uns die sogenannten Tesseracts und die kennen wir schon eigentlich aus Unleashed etc. pp. Das Schöne an diesen Teilen ist momentan, dass sie nicht mehr geteilt sind in einer Item, Liquid und Power Variante, sondern man kann sie für alles nutzen. Also im Prinzip für alle drei Arten nutzen. So, schauen wir uns mal an. Die werden ein bisschen komplizierter hergestellt als früher, dafür, dass sie auch ein bisschen mehr können. Und Enderium, das ist das gute Zeug, was wir heute herstellen müssen. Und dafür brauchen wir halt das Platin bzw. das Shiny Metal, was wir schon besorgt haben. Und wir brauchen noch ein bisschen Zinn und einen ganzen Eimer Ender, um 4 Stück hier zu bekommen. Und wir brauchen davon ganzes 8 Stück. Das heißt, wir müssen das Ganze zweimal machen. Das heißt, wir müssen noch erstmal 6 Zinn pulverisieren und uns 2 Eimer, na komm, 2 Eimer Ender holen. Jetzt hat er es geschafft. Na, sehr schön. Ich brauche erstmal Enderaugen. Die können wir uns darüber sehr gut besorgen. Dann brauche ich Diamanten, brauche ich etwas später. Ich tue mal ganz kurz das Quarz hier wieder rein. Das kann hier mal ganz kurz wieder rein. Das und das und das brauchen wir jetzt gerade alles so eben mal nicht. Das Gold kann hier rein. So, dann kann ich das gleich noch in die Kiste ablegen. Was habe ich gesagt, brauche ich? Ich brauche Zinn. Das ist Silber, das hier ist Zinn. Davon brauchen wir wohlgemerkt 6 Stück. So, dann kann ich hier mal ganz kurz Marble, Limestone und so zurücktun. So, das Ganze kann hier mal sortiert werden ein bisschen. Und wir können uns hier mal eben kurz ein paar Enderpearls bauen. 10 Stück brauche ich. Ich brauche 4 für ein Bucket. Ich muss die nachher nochmal füllen. Das heißt, 16 Stück sollten mir eigentlich reichen hier. Wenn nicht, können wir das Ganze ja noch dann vergrößern, vermehren. Je nachdem, wie viel wir dann noch brauchen hinterher. So, die tue ich jetzt schon mal hier rein. Die können schon mal aufkochen. Sehr schön. Das Ganze hier machen wir mal eben kurz so. Und dann lassen wir das mal ganz kurz hier eben durchlaufen. Die 6 Stück. Dann Eimerchen brauche ich. Die hätte ich mir mal eben kurz von oben mitnehmen können. 2 Stück reichen mir da in dem Falle. Mal gucken, hier sind die nicht drin, die Eimer. Haben wir sie hier gelassen. Okay, dann nehmen wir die doch einfach mal eben ganz kurz mit. Dann können wir da nämlich das Ender einfüllen. Das Liquid Ender. So, dann schauen wir doch mal hier. Das geht noch nicht rüber. Das müssen wir noch ganz kurz hier eben konfigurieren. Das kann man erstmal eben aus. Das müsste eigentlich blau geschaltet werden. Genau. So, und die können soweit dann erstmal aus. Und hier nach links muss das dann hin und die können dann soweit aus. Sehr schön. Dann tun wir hier mal ein Eimerchen rein. Und dann dürfte der die doch normalerweise befüllen. Sehr schön. 2 Stück. Wunderbar, so sehe ich das gerne. Dann nehmen wir das Zinn raus. Und was wir jetzt noch brauchen, sind die 2 Shiny Ingots. Das Ganze dann hier oben kurz am Worktable zusammengefügt. Und zwar so, so und... Wobei, das hätten wir schon mal so machen können. Und dann noch einmal, dann haben wir hier 8 Stück davon. Die müssen wir wiederum einschmelzen im Ofen. Das geht auch relativ zügig. Gehen wir kurz wieder eben runter. Und schmeißen das Ganze hier eben...
Ne? Mit Schiff geht's nicht. Na gut, schmeißen wir das Ganze hier in den Ofen. Wie war denn das? Das muss ja mit dem anderen Zeug hier noch zusammen verbunden werden. Ein Augenblick. Ich muss das Ganze mal angucken. Im Induction Smelter mit Brutetium Dust. Okay, das ist mit Redstone, Sulfur, Pulverized Coal. Okay, und Blaze Powder. Kriege ich zwei Stück von. Aha, und wie viel brauche ich pro Einschmelzen? Lasst mich mal eben kurz gucken. Brauche ich einen für zwei. Das heißt, ich muss das Ganze auch zweimal herstellen. Dann brauche ich auch noch pulverisierte Kohle eben kurz. Okay, okay. Alles klar, schauen wir mal. Also wir brauchen Sulfur, brauchen wir. Dann brauchten wir Redstone. Wir brauchten zwei pulverisierte Kohle, die machen wir uns gleich. Und zwei Blaze Powder. Mal schauen, haben wir auch, glücklicherweise. Dann nochmal einmal kurz in den Keller, schnell, und das Ganze hier eben pulverisiert. So, das da natürlich rein. Zack, eins und zack, Nummer zwei. Das Ganze hier wieder umgeändert, nochmal eben schnell nach oben, das Ganze wieder zusammengefügt, und dann sollte das aber funktionieren. So, einmal gemixt hier. So, so und so. Hier von vier Stück. Die sollten dann für die anderen acht reichen. Und das müssen wir jetzt im Prinzip hier nur in unseren Induction Smelter hineingeben. So, das LED tue ich mal einfach hier wieder mit rein. Und das sieht doch sehr, sehr gut aus. Das funktioniert schon mal. Dann haben wir das Harden Glas, haben wir schon hergestellt. Sehr schön. Hier kriegen wir jetzt unsere schönen Indirium Ingots. Sehr fein, sehr fein. Das heißt, davon können wir uns jetzt schön zwei Stück herstellen, also zwei Tesseracts. Einen werden wir dann im Nether aufstellen, den anderen wiederum werden wir dann hier in der Welt aufstellen, wo wir die Lava dann wieder rausholen. Das heißt, wir brauchen gleich eine Magmatic Engine noch und eine Pumpe. Eine besondere Pumpe, die werden wir uns gleich auch nochmal eben angucken. Für alle, die sie nicht kennen, ist eine sehr, sehr schöne Pumpe. Und besonders im Nether sehr gut geeignet. So, das ganze Ding brauchen wir jetzt mal hier. Und mir fällt gerade auf, uns fehlen mindestens zwei Diamanten. So, dann noch einmal. Die Dinger hätte ich ganz gerne. So, zwei Stück davon. Also ist schon ein sehr großer Aufwand, hier diese Teile herzustellen. Jetzt müssen wir die halt noch mit Ender hier wieder befüllen wiederum. Gut, dass wir hier schon mal was vorbereitet haben. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Derweil könnte ich eventuell mal gucken, ob wir schon mal die anderen Sachen soweit fertig kriegen können. Das wäre nämlich zum einen erstmal eine Magmatic Engine hier. Dafür brauchen wir halt Invar. Invar haben wir noch 26. Dann brauchen wir auf jeden Fall etwas Eisen. Wir brauchen, glaube ich, etwas Redstone und etwas Gold, wenn ich mich irre, oder Silber. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Müssen wir gleich mal eben gucken. Ohne da, ich glaube, wir brauchen da ja gar nichts für, ne? Die braucht ja gar nicht. Doch, die braucht eine. Die braucht eine Silber, okay. Erst wusste ich nicht, ob die so eine Silbercoil oder so eine Goldcoil hier braucht. Braucht Heul, okay. Dann brauchen wir zwei Gears und das war's dann schon. Eins, zwei und eins, zwei. Dann das so, das einmal reingeworfen. Die Magmatic Engine haben wir schon mal. So, als nächstes brauchen wir den Mod, Extra Utilities. Und hier gibt es eine sogenannte Endothermic Pump. Die würde ich ganz gerne bauen. Ist ein bisschen, sieht erstmal auf den ersten Blick kompliziert aus, ist es aber gar nicht. So, was brauchen wir? Eine Iron Pickaxe ist leicht, Diamond ist leicht, Lava Bucket ist leicht, Water Bucket ist leicht, Eye of Ender ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger, ist aber auch noch einfach. Und diese Teile können wir uns mit 4 Obsidian und einer Enderperle herstellen. Also wie gesagt, ist eigentlich alles relativ easy. Wo habe ich denn jetzt meine Zombie-Heads? Da haben wir sie.
Ich brauche nochmal ganz kurz ein paar weitere Ender-Eyes. So, dann brauche ich noch ein bisschen Obsidian. Oh, haben wir Obsidian überhaupt noch? Oder haben wir das irgendwie aufgebraucht? Ne, da haben wir Obsidian. 4 Stück brauche ich davon. Wir wollen ja nur eine Pumpe herstellen. So, 1, 2, 3, 4. Einmal die 4. Dann brauche ich noch ein weiteres Blaze Powder, um das Eye of Ender herzustellen. Relativ einfach. So, was brauchen wir noch? Das haben wir, die Dinger haben wir. Eine Iron Pickaxe, ein Diamant und dann müssen wir uns noch ein Wasser und einen Lava-Eimer besorgen, was auch nicht allzu schwer sein sollte. So, eben einmal kurz gucken. Also, was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche noch einen Diamanten auf jeden Fall. Ich brauche noch eine Eisenspitzhacke. Eisen habe ich ja dabei. Ja, sehr schön. Können wir uns also auch relativ einfach craften. Und dann brauchen wir noch einmal einen Wassereimer. Den können wir uns hier schnell holen. Und einen Lavaeimer kann ich mir auch eigentlich relativ hochzügig holen. Gehen wir mal ganz kurz eben hier runter. Und holen uns den dann einfach mal eben schnell dort weg. So, einmal kurz wieder hoch. Ich denke, die Liquid-Dinger habe ich, glaube ich, auch noch, oder? Müssten wir eigentlich gleich haben. Muss ich mal ganz kurz eben schauen. Aber ich glaube, davon haben wir nicht mehr allzu viele, oder? 4 Stück haben wir davon noch. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir da vielleicht gleich noch ein paar von bauen oder so. Als nächstes gehen wir mal ganz kurz hier ran und dann müssten wir eigentlich auch diese Pumpe hier bauen können. Irgendwas fehlt scheinbar noch. Eigentlich nicht. Wahrscheinlich können wir uns nicht reinlegen. Keine Ahnung. So, Lava, Wasser, Pickaxe, die 4 Teile. Diamant gibt uns diese schöne Pumpe. So, das Hammer. Das heißt, jetzt können wir mal ganz kurz eben die Tesseracts von unten holen. So, wunderbar. Wo haben wir sie denn? Die liegen hier drin, ne? Ja, sehr schön. Die müssen wir jetzt noch mit Silber umrunden. Mittlerweile hier wieder überall Zombies. Monster nearby, ja. Na toll. Egal, sollen sie nearby bleiben. Reinkommen tun sie ja momentan dann doch eh nicht mehr. So. Und zwar die hier rein und dann einmal mit Silber hier umrundet. War das nicht komplett Silber? War da noch irgendwie was anderes drin? Wahrscheinlich Zinn oder so. Mal gucken. Falscher Mod. Da müssten wir einmal hier drauf. Und zwar... das ist Bronze. Ah, okay. Und das ist Silber. Und das hier ist oben wieder 2 Bronze. Okay, also wir brauchen noch Bronze. Bronze. Bronze haben wir noch genau 5 Stück. Das ist schon mal zu wenig. Dann muss ich nochmal eben kurz Copper und Zinn hier im Umwandeln. Aber ich will mal ganz kurz schauen, ob das so richtig war, wie ich das gesehen habe. So, ne? Nee, ist auch falsch. Hä? Was ist denn jetzt falsch hier? Ah ne, die hier oben waren Bronze. Na, nochmal gucken. Einen Augenblick. Die hier sind Bronze oder... Bronze. Was war das denn gerade noch? Hä, bin ich jetzt blöd? Das sind noch die vollen, ja. Und unten war Copper. Irgendwas mache ich falsch. Also irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Was ich mal ganz kurz eben machen, ist folgendes. So, wenn das hier dahin und das hier drauf drücke. Ah, in die Ecken. Okay, dann habe ich den hier falsch gesehen. Der hier war nicht, sondern nur in die Ecken. Da muss Bronze rein. Aha. Und das geht auch mit Copper jetzt nochmal eben kurz vorher geguckt, bevor wir das hier so machen. Nee, das geht also nur mit Bronze. Okay. Jetzt habe ich es geschnallt, was wir falsch gemacht haben. So, das heißt also, ich muss mir nochmal eben kurz 4 Bronze machen. Geht aber auch relativ einfach. Wir haben ja hier einen guten alten Induction Smelter. Und das machen wir mal ganz kurz 2 Stück. Das müsste eigentlich reichen, oder? 4 und 8. Ah, okay, hätte auch einmal gereicht. Na egal.
Sehr schön, haben wir die schon mal soweit umgewandelt. Dann können wir die noch da kurz mit dazu tun. Und was und das Rezept. Und dann so, dann haben wir zwei Tesseracts. Sehr schön. Dann einmal hier rein, das ganze Zeug kann erstmal alles so weit weg. Dann würde ich sagen, können wir gleich in den Nether eigentlich gehen und das Ganze schon mal aufsetzen. Das sollte doch eigentlich soweit funktionieren. Die Enderperls können... sehe ich sonst noch irgendwas? Glas kann hier noch weg. Buckets nehme ich mir mal ganz kurz mit. Und was wir noch mal ganz kurz eben brauchen, sind vielleicht ein bisschen mehr von diesen Fluids. Ich weiß gerade gar nicht, wie stellte man die noch mal her? Ein Augenblick. So, welche waren das denn? Das hier sind die richtigen, ne? Da, wo man nicht durchgucken kann. Das war dann einfach nur mit Lead und etwas Copper, genau. So, also etwas Copper. Habe ich hier noch einen einzelnen. Dann haben wir hier zwei. Ah komm, machen wir mal vier. Und dann zwei von denen. So, die in die Mitte, die außenrum zu. Dann haben wir 16 Stück. Sollte eigentlich reichen. Ich hoffe es zumindestens. Das heißt, jetzt geht's auf in den Nether. Aber vorerst essen wir nochmal vorsichtshalber was. Unsere Rüstung ist auch nicht mehr allzu gut. Ich hoffe, wir werden da jetzt nicht zu sehr angegriffen, dass wir da gleich sofort drin sterben. Gut, einfach mal gucken und schauen, wie es denn drüben aussieht. Und dann kann ich auch das ganze gute Ding hier mal erklären, warum wir das hier benutzen werden. Erstens, es lädt sich selber Chunk. Das heißt also, wir brauchen uns hier nicht um einen extra Chunk-Loader zu kümmern. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil von dieser Lavapumpe. Zweitens, ja, das zweite, was er macht, ist im Prinzip, er, wenn er Lava verbraucht, ersetzt er sie automatisch durch Stein, was den Vorteil hat, dass die Lava nicht fließt und auch so keine Performance kostet. Das ist eigentlich so mehr oder weniger der gute große Vorteil hier von dieser Pumpe. So, aber was ich jetzt erstes erstmal hier machen muss, ich muss mir erstmal ein bisschen Platz schaffen, wo wir das Ganze hier dann auch aufsetzen können. Dementsprechend verwandeln wir uns hier einmal ganz kurz zurück. So, hier einmal eben ein bisschen rum zu. So, das können wir auch noch eben kurz zerstören hier. Dann das weg, das weg, das weg. Hier sieht es doch eigentlich relativ fein aus für unsere Lavapumpe. Da können wir sie doch eigentlich hinstellen, würde ich jetzt mal so behaupten. Das, was man macht, ist, man stellt die Lavapumpe hier nicht auf Lava direkt drauf, sondern man stellt sie einfach auf derselben Ebene. Also das ist ja die Ebene hier und da stellt man sie dann einfach daneben. Was man jetzt noch braucht, ist halt ein bisschen Energie. Dann braucht man wie folgt einen Lava-Eimer. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und man braucht natürlich etwas Kabel. So, das fließt denn hier hin. Und ja, zum Schluss fließt es dann... ich stelle das mal so hin. Warum habe ich ihn jetzt hier nicht mit angeschlossen oder damit angeschlossen? Weil die Lava soll erst hier reinfließen, damit der hier immer genügend Lava hat. Und den Rest sozusagen dann in den Tesseract schießen. Das Ding hat sowieso unendlich Lava, also diese Pumpe verbraucht so gut wie fast gar nichts. Und um das Ganze natürlich jetzt starten zu können, müssen wir jetzt hier natürlich eben einmal etwas Lava hier wegnehmen. Und das Ganze ersetzen wir dann hier einfach mal durch hier etwas Soulstone nicht reichen. Dann geben wir hier einfach mal ein bisschen Lava rein und wie man jetzt sieht, schwupps, das Ding ist im Prinzip hier jetzt sofort voller Lava gelaufen. Und jetzt sieht man sogar, produziert es genügend Energie, um hier auch noch voll zu laufen. So, das Ganze, was wir hier machen, ist natürlich wieder, wir geben hier einfach mal eine Frequenz an. Mit 1 Lava, sehr schön. Und jetzt können wir ihm hier noch sagen, was soll er denn transferieren. So, Items soll er gar nicht. Das ist Energie soll er auch mal nicht. Und, ja, Fluid, also Flüssigkeiten, soll er senden.
Das ist die Einstellung im Prinzip hier von diesem Tesseract. Und man sieht, jetzt kriegt es auch so ein kleines, ja, wie man es auch immer nennen möchte, Interface hier so an den Seiten. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus und das funktioniert hier jetzt relativ gut. Man sieht jetzt da hinten zum Beispiel, da ist jetzt schon etwas Stein entstanden. Also er löscht im Prinzip die Lava hier sozusagen, er setzt hier dann wieder einen Wasserblock hin. Die Lava fließt da sozusagen automatisch gegen und da ist auf jeden Fall dann ein Steinblock dann entstanden. Und so pumpt er jetzt hier eigentlich ein relativ riesiges Gebiet an Lava einfach ab. Und ja, die kann man dann wiederum gut gebrauchen. Und zwar brauchen wir die, um oben unser Applied Energistic System am Laufen zu halten. Und zwar wie folgt. Wir gehen mal wieder eben zurück kurz. So, dauert ja nicht lange. Wie gesagt, das müssen wir da jetzt nicht chunkloaden, soweit ich weiß. Jedenfalls war früher diese Enderpumpe immer ein eigener Chunkloader. Dementsprechend, ja, werden wir da jetzt, denke ich mal, oder hoffentlich keine Probleme bekommen. Was wir jetzt einfach mal testweise machen können, ich schließe das ganze Ding einfach mal eben kurz hier an, folglich, und drücke das Ganze mal auf Lava an. Und theoretisch müssten jetzt diese Engines hier volllaufen mit Lava, dementsprechend wissen wir auch, jupp. Auf der anderen Seite ist ein Chunkloader, da sonst die Lava hier nicht rüber transferiert werden würde. So, normalerweise dürften wir, genau, das Ding jetzt hier auch abbauen können. Jetzt haben wir das Ganze hier einfach mal ganz kurz eben wieder voll mit Lava gemacht. Sehr, sehr schön. Und wir wollen das Ganze hier hinten ja irgendwie aufbauen, unser kleiner Energielieferant. Es ist nur die Frage, wie weit können wir jetzt hier noch... Ah, okay, ich sehe schon, wie weit wir hier noch rein können. Das ist nämlich nicht allzu weit. Das Schöne ist aber auch, wenn wir später hier Arcane Levitators oder so reinsetzen wollen, dann können wir das später ja eigentlich so machen, dass wir hier auch an dieser Etage einfach wieder aussteigen können. Damit hätten wir im Prinzip unseren kleinen Bearbeitungsschacht, wie wir auf die verschiedenen Ebenen hier kommen, oder? Könnte man eigentlich, glaube ich, so machen. Ist gar nicht mal so eine verkehrte Idee. So, das heißt also, Lava haben wir dementsprechend jetzt hier damit schon mal besorgt. Was jetzt im Prinzip nur noch fehlt, ist die Energieproduktion. Und die könnten wir eventuell... Wie machen wir das denn? Machen wir die hier in der Ecke? Oder wie machen wir das? Schwere Frage, nächste Frage... So, auf jeden Fall müssen wir mal ganz kurz hier noch etwas Mauerwerk raushauen. Ein Augenblick, das mache ich nochmal eben ganz kurz vorher, bevor wir dann weitermachen. Damit ich so ein bisschen Übersicht auch habe, wie viel Platz wir jetzt noch wo haben. So, die Ecke hier oben nehmen wir auch noch schnell mit. Ups, das war falsch. So, und dann da nochmal rein und dann Hammers. So, hier ist im Prinzip dann unser Bearbeitungsschacht. Da sollen wir jetzt nicht am besten runterfallen. Wäre ein bisschen ungünstig. So, dann machen wir das hier auch noch eben ganz kurz eben angepasst. Und einmal kurz, das machen wir dann so. Das machen wir dann so und da hauen wir dann so drauf. So, irgendwie muss das ja hier... irgendwie rauskommen aus der Decke noch. Natürlich die Erde auch noch schnell hier weggenommen. Zack, zack, zack. Da haben wir es doch gleich geschafft. Sehr schön. So, hier hinten haben wir natürlich auch eine Menge Platz. Hm. Ist die Frage, wollen wir das Ganze hierhin verschieben? Ist natürlich noch ein bisschen problematisch, da ja, da das sonst eventuell, falls wir da noch irgendwelche anderen Maschinen hinbauen wollen, zum Beispiel aus Rotary Craft, hier vielleicht ein bisschen überlappt oder so. Ich bin mir da nicht sicher. So. Hier ist ein bisschen, viel Sand gerade rausgekommen. Das werden wir mal ganz kurz eben hier anpassen, indem wir das Ganze hier mal eben wieder, der nochmal ganz kurz weg, wieder hier hochziehen.
So, da geht's dann so rum. Hier geht's dann so rum, oder? Das dürfte passen, ja. Das passt auch. Dann kann ich den auch von hier aus setzen. Nee, doch nicht. Das passt nicht. Ah, schade, schade, schade. Dann muss der nämlich dorthin. Der muss... Nein. Der muss dahin und... Der muss dahin. So, jetzt passt's. Dann kommt hier noch eine schöne Fackel hin. Dort kommt noch eine Fackel hin und dort. Dann wird das Ganze hier auch schön, schön hell haben. Dann machen wir hier auch nochmal eine Fackel hin zur Sicherheit. So. Läuft doch. Also hier hinten eventuell ein bisschen eng, um das Ganze hier hinzusetzen. Also, na ja, gut, eigentlich nicht. Ne? Also man könnte die Dynamos hier so anreihen. 4, 5 Stück oder so. Dann den Tesseract hier oben. Dann das Ganze hier verbinden. Die Kabel von hier aus kommen lassen und dahin fließen lassen. Das würde funktionieren. So viele brauchen wir da ja auch gar nicht von. Ne? Also wie gesagt, wenn wir das hier im Prinzip so machen, dass wir hier den, den Tesseract hätten. Das Gute ist sogar, dass wir, wenn wir jetzt hier, könnten wir auch noch die Items rausfließen lassen. Also theoretisch müsste ja beides funktionieren. Das heißt also, wir könnten den hier später auch noch, hier dann in den Terminal rein, beziehungsweise setzen wir hier ein Interface oder so dran und das dann automatisch ins Interface, Items liefern lassen. Klingt auf jeden Fall auch interessant. Müssen wir mal schauen, ob wir das eventuell so machen. Das heißt also, wir brauchen jetzt hier ein bisschen Pipeline. Machen wir mal ganz kurz so oder so. Und da würden wir jetzt 3 Dynamos zum Beispiel dran setzen. Das Ganze ist nicht mittig, ne? Das ist ja auch relativ egal. Und dann würden wir hier zum Beispiel dann den da dann wegtrennen oder den hier wegtrennen. Machen wir das unterirdisch? Ich glaube, das machen wir besser, wenn wir das unterirdisch machen. Das heißt also, wenn wir auf den Kabeln dann laufen später. Das heißt, dann gehen wir hier einfach runter und gehen dann hier bis dahin. Okay, den zerschlage ich mal eben ganz kurz. Hier kommt dann unser ME-Controller hin. Der verbindet dann wieder alles. Das heißt also, von hier aus kommen dann die Pipes. Hier könnten wir sogar eine Energy Cell hinsetzen vielleicht. Und dann setzen wir hier dann die Energiereihe hin. Und hier setzen wir dann unsere Dynamos hin, je nachdem wie viel wir brauchen. Und von hier aus können wir dann mit dem Kabel dann auch in diese Reihe dann weiterlaufen. Ja, gar nicht mal so schlecht die Idee hoffentlich. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen größer und aufwendiger werden. Dementsprechend fangen wir damit nicht unbedingt nächste Folge an. Wir haben hier schon sehr viel wieder von in diesem Bereich hier gemacht. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir mal wieder ein bisschen abseits von dem ganzen Maschinen hier mal nehmen und mal wieder was anderes ausprobieren. Gibt mir noch sehr viele Mods, wo wir mal ein bisschen wieder mit rumspielen können. Und dann bis morgen. In diesem Falle bis dahin erst einmal. Ciao!